Hallo und schön, dass ihr heute beim Replay of the Week wieder dabei seid mit dem Aikaramba als Kommentator, also mir, hallo, und dem TTK Dev mit seinem Waffenträger auf E100. Den habe ich mir ganz bewusst ausgesucht, dadurch, dass wir hier einen bald scheidenden Panzer haben, dachte ich mir, ist es doch jetzt nochmal schön, dem die Ehre mit einem Replay of the Week zukommen zu lassen. Und ich denke mal, die Runde selber sollte auch ganz ordentlich werden und dementsprechend auch da der Grund, warum ich mich für den entschieden habe. Schon mal sehr sympathisch, seine Munitionswahl. Sieht man 50 Schüsse normal mit 276 Durchschlag und 10 Schüsse dann mit Premium mit 352 Durchschlag. 560 Schaden hat er mit der Kanone. Und damit sollte auf jeden Fall ein bisschen Spaß gegeben sein. Er fährt jetzt erstmal, wollte er scheinbar hier auf die Insel, hat sich aber jetzt doch umentschieden, fährt jetzt hier durchs Wasser durch. Eine schöne Bugwelle, die er hier erzeugt. Und jetzt hat er nachgeladen, perfekt zum Erreichen der Kampflinie. Und jetzt kann er gleich mal richtig Spaß haben, da der T10 mit Nummer 1, aber leider nicht mehr, aber drei Leute sind schon hier in seinem Team gefallen. Ging rapide schnell. 0 zu 3 steht's direkt. Was der Waffenträger natürlich den Nachteil hat, ist die kaum gute Gun Depression. Ich werde ja auch immer gefragt, was ich selber davon halte, wegen dem Thema Waffenträger und Grille. Natürlich ist der Waffenträger schon sehr lustig, aber es ist halt, ich muss sagen, ich fand die Grille spielerisch cool. Deswegen ist es jetzt der Tausch nicht so, dass ich es jetzt so schlimm finde. Aber natürlich ist die Art und Weise ein bisschen unangenehm, weil man sollte eigentlich bei sowas gefühlt selbst entscheiden dürfen, ob man sagt, nee, ich will lieber den Panzer behalten, den ich mir damals mühsam erspielt habe, oder ich hab Bock auf den neuen, oder man macht es einfach so mit dem, ja, oder man macht da einfach einen zweiten Zehner. Also den Sinn verstehe ich immer noch nicht so wirklich, weil OP finde ich den Waffenträger nach wie vor nicht. Wobei dieses Spiel gleich wahrscheinlich sich noch anders verhält, aber es gibt andere Panzer, die meines Erachtens auch sehr stark sind, die aber trotzdem ihren Platz weiterhin behalten und auch bisher im Spiel unverändert sind. 2 zu 8 steht's. Ein desaströses Ergebnis bis dato. Wir versuchen mal das Positive rauszuziehen. Es ist noch kein 10er Panzer gefallen, aber unglaublich viele 9er. Ja, also wirklich einfach bisher nicht prickelnd. Jetzt konnte er dem TVP da einen gut setzen, aber 3 zu 10, das ist natürlich extrem unangenehm. Aber hier schön, dass er da gekettet worden ist, der junge Mann. Und er konnte hier den Doppelkill direkt klar machen. Jetzt ist er nur gleich im Reload. Da hat er noch den... Aha, da hat er den AMX eigentlich auf dem... auf der linken Maustaste und versemmelt ihn da. Ärgerlich. Aber aktuell hat er fast die 50% der Kills seines Teams gemacht, nämlich 3 Stück. Die Jungs hier haben natürlich jetzt Schiss. Da kommt ein T-54 Light hinten rum. Aber der ist meines Erachtens zu aggressiv. Nimmt aber hoffentlich das Badget raus. Ja, sehr gut. Und jetzt haut er ab. Da kriegt er zwar 2 Hits. Aber er schreibt auch der Waffenträger, good job. Weil das ist jetzt wichtig gewesen. Und jetzt will er sich eventuell den T-54 holen. Nachgeladen hat er just im Augenblick. Komm schon, Bur. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Tiger. Auto-Aim drin. Und mit dem zweiten macht das dann klar. Und auch der T10. Treffer 1, Treffer 2 nicht. Und komm, mach ihn. Mach ihn nicht. Mach ihn. Gibt's ja nicht. Alter Schwede, ist das ärgerlich.
Beim ersten war er sich schon so sicher, da hat er gleich abgesetzt und dann im zweiten auch nochmal nachgeschossen und immer noch nicht. Also, heieiei. 10 zu 12 aktuell. Also, er hat noch einen EL100 und den T54 Lite auf seiner Seite. Der T54 fährt jetzt auf den Jagdtiger drauf, aber der Jagdtiger stand leider in der richtigen Richtung und so konnte er sich nicht von hinten ranschleichen. Da ist jetzt der Jagdtiger, hat hier mit der Gun Depression Probleme, kommt also dementsprechend nicht direkt drauf und da sieht man mal wieder, warum der Waffenträger für viele Gegner und mir dann auch eingeschlossen so unangenehm ist, weil wenn er sein volles Magazin hat und man fährt so auf ihn drauf, da ist dann einfach Schicht im Schacht. 5 Kills. Und der IN-100 wird jetzt scheinbar da von den Spielern geholt. Seine Kanone ist angeschlagen. Die wird aber scheinbar nicht repariert. Und was macht er denn jetzt? Ist fährt er da Richtung Gegnerbase oder wie? Ne, auf den AMX kommt er nicht drauf, du. Auf den T10, aber jetzt mach ihn endlich weg. Ja, jetzt endlich ist er mal weg. Heidewitzka. Und jetzt vielleicht der Reload hat noch eine Granate im Magazin. Genau, und der Reload kommt jetzt auch. Jetzt muss er wieder um die 50 Sekunden durchhalten. So, den Krieger hat er eben schon mal, aber aktuell war er gegen 4 Gegner, jetzt hat er noch 3 vor der Brust. Und das sind natürlich mit dem Objekt, dem AMX 5100 darf man nicht unterschätzen. Der Autoloader haut ihn da ein paar Mal durchs Blech oben durch und dann ist da auch ganz schnell rum ums Eck. Ich habe ja die Hoffnung für ihn, dass das Gegnerteam da mal langsam auf den Cap drückt und da einfach sagen will, okay, wir cappen jetzt, komm du zu uns. Wäre für ihn auch gut. Aber bisher ist da keiner. Na, da ist der T34, Nummer 1. Er verschießt und er kann ihn rausnehmen. Ganz wichtig, dass der T34 hier den ersten versemmelt hat. 3 Schuss hat er noch. Wenn der Gegner jetzt clever wäre, jetzt wissen sie, okay, der hat geschossen, 2 Schuss sind raus. Wir drücken zu zweit rum und er kann uns nicht rausnehmen. Aber sowas, wie es der T34 halt gemacht hat, alleine sollte man nicht durch die Gegend fahren, wenn so ein T34, wenn so ein Waffenträger hier noch irgendwo ist. Weil das ist natürlich, wenn der einmal so einen erwischt, dann sieht man, man zieht halt den kürzeren. Nachladen tut er aktuell nicht. Komm, Junge, versau's nicht. Bradley Walter schnuppert da dran. Oh, und da wird jetzt gekappt. Also zurück zur Basis und da jetzt dann rausballern denjenigen. Ist nur einer.
Auch hier wieder wohl der Fehler, dass da nur einer cappt. Eigentlich müssten das jetzt beide sein. Oh, da hinten ist der AMX. Treffer 1. Er braucht alle drei Schüsse. Hat jetzt alle drei Schüsse raus. Ist jetzt im Reload. Er muss sich zurückziehen. Jetzt muss er 40, 50 Sekunden durchhalten. Und das Objekt weiß es natürlich. Treffer 1 sitzt. Und das Objekt hat nur 15 Sekunden Reload. Das heißt, der hat noch fast zwei Schüsse Zeit, bis er hier nachgeladen hat, um seinen finalen Schuss drauf zu bekommen. Und gerade der Turm ist unglaublich leicht zu bespaßen. Also das ist jetzt nochmal wirklich, wirklich eng. Er spielt schon so, dass man wirklich sieht, er versteckt sich hier so gut als möglich hinter dem T34. Und ist das wirklich jetzt der entscheidende Faktor, den T34, der hier alleine gekommen ist und jetzt auch noch als Frack dient? Jetzt hat er geschossen, aber hat viel zu lang gedauert und jetzt hat er nachgeladen und in der Zeit kann er sich sogar an die Seite fahren und komm, nimm ihn raus, nimm ihn raus. Einer, noch einen und der macht ihn mit dem Rammschaden. Oh Gott, war das merkwürdig. Ist das geil, ist das World of Tanks, ist das ein geiles Replay. 11.000 Schaden auf den Hitpoint genau hat er gemacht. 750 hat er sogar geblockt und man sieht, 750 geblockt, hätte er den nicht geblockt, wäre er sogar final weg gewesen. Eine sensationell geile Runde, ein wahnsinniges Replay of the Week und wenn das nicht Werbung für das Spiel ist, weiß ich es auch nicht. Ich hoffe, ihr honoriert es mit einem Daumen nach oben oder auch einem Abo. Ansonsten, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.